So, liebe Leute, direkt nach dem Spiel unsere Analyse. Wir gucken, warum die Frankfurter Eintracht es nicht geschafft hat, gegen Guimarães zu gewinnen. Wie kann es weitergehen? Was ist überhaupt mit diesem Sturm los? Und ansonsten schaut einfach rein. Oh ja, und jetzt fahre ich weiter. Die Frankfurter Eintracht hat es irgendwie geschafft. Sie ist in der nächsten Runde des Europapokals. Bei wem wir uns bedanken müssen, sagen wir gleich. Aber man muss sagen, die Leistung eher mäßig 2-3 eigentlich verloren. Und während der Basti wahrscheinlich gerade schon seine Wohnung in Wasser gesetzt hat und irgendwann es geschafft hat, seine Waschmaschine aufzubauen, stehen wir im Kalten und haben uns einen mäßigen Kick angeguckt, oder Phil? Also sag mir mal, was du zu diesem Tag hier denkst. Mäßigen Kick ist ja sehr freundlich formuliert. Ich weiß nicht, was mit dieser Mannschaft passiert ist. Es ist ja alles weg. Ballsicherheit, Pressing, es ist irgendwie alles weg. Und am Ende verkackst du hier fast noch die ganze Saison mit so einem Scheiß, wirklich. Und dass du am Ende mal dem FC Arsenal danken musst, dass das weitergeht. Im Sommer war es Mainz 05, das war auch schon so ein Duselding. Fangen wir noch schlimmer tatsächlich. Und der FC Arsenal, ganz ehrlich, du hast gerade mehr Muscle als die Bayern in 10 Jahren zusammen. Und das ist, ich meine, es ist alles gut, ich bin erleichtert. Du hast wichtige Ziele erreicht, das darfst du nicht vernachlässigen. Total erleichtert, ja. Es ist auch okay, dass unter dem Strich das steht. Genau. Ist völlig okay, das ist das eine. Wie es zustande kam, finde ich extrem beunruhigend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der ersten Halbzeit war ich weite Teile sogar d'accord, bin ich mit der Leistung gegangen, auch wenn es offensiv am Ende, da ist offensiv nicht viel da, wo du sagen kannst, okay, das funktioniert. Ne? Aber sie haben es wenigstens probiert, obwohl sie 1-0 hingelegen haben. Aber trotzdem, am Ende, dass wir 3 Tore bekommen, ist eigentlich absurd. Ja, ich wollte eigentlich mit dem Positiven anfangen, man muss sagen, Ziel erreicht, aber wie es Ziel erreicht wurde, ist halt wirklich mittlerweile erschreckend. Also dieser ganze Abend, da kommt keine Europa-League-Stimmung mehr auf, was an der Mannschaft liegt. Also man merkt vor dem Spiel nicht mehr, dass es irgendwie Europa-League-Spiel ist. Ja. Der Funke springt nicht über, die Magie ist komplett. Es war noch nicht mal ausverkauft. Doch, war es, glaube ich, aber es sah noch nicht so aus. Also offiziell war es ausverkauft. Aber die Magie ist weg und am Ende, das hat mich rausgebracht, ich wollte irgendwas richtig Schlaues sagen, jetzt habe ich es vergessen. Sehr unrealistisch tatsächlich, also insofern nicht ganz so schlimm. Sorry, dass ich dich jetzt rausgebracht habe, aber ja, die Magie ist weg, das muss man sagen. Für mich ist es halt, tut mir leid, auch wenn wir 3 Tore gefangen haben, für mich ist ganz markant, dass offensiv auch die Idee komplett fehlt. Ab dem 16er wissen sie nicht mehr, wie sie spielen sollen. Aber auch das ist ja eine Entwicklung der letzten Wochen, die du gesehen hast, die sich manifestiert, die sie nicht gedreht bekommen. Es gibt offenbar niemanden, der einen Plan hat, was du dagegen machen kannst gerade. Mhm. Und das ist das, was am Ende des Abends bei mir ein ganz schlechtes Gefühl macht. Selbst an so einem Abend, wo alles für dich spielt, hast du nicht diesen Turnaround, dass du am Ende rausgehst und denkst, das gibt dir jetzt mal Rückenwind, das gibt dir einen Push. Ja. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ja, das ist die Frage. Sollte eigentlich dieses Initialzündungsspiel sein? Also von wegen, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. So jetzt in die nächste Runde kommen, dadurch einen Push nochmal in die nächsten 3 Spiele. Die Frage, was ist das jetzt? Das haben die verloren, sind aber weiter. Aber wenn man eben die Spiele angeguckt hat, also ich habe noch nie so viele saure Spieler gesehen. Also Gacinovic ist irgendwie laut auf selbes Fluchen da durchmarschiert. Hakuto Masebe war stinksauer, also wirklich der Japaner. Hakuto Masebe, habe ich noch nie so gesehen. Hat auch kein so gutes Spiel gemacht. Danny Da Costa hat gesagt, ich bin richtig angepisst. Arsenal hat uns den Arsch gerettet, also die waren alle stinksauer. Also gefreut hat sich da von denen eben keiner. Und das ist doch dann schon irgendwie letztlich bezeichnend. Ist es aber nicht sogar eine gute Reaktion, dass keine Selbstzufriedenheit herrscht, dass es zumindest klar ist, sie müssen was tun? Weil, ganz ehrlich, mit der Leistung kommst du am Sonntag gegen Schalke auf keinen grünen Zweig. Ja, mit der Leistung musst du auch gar nicht in der Zwischenrunde irgendwie gegen Ajax oder Salzburg oder wer auch immer da jetzt kommt antreten. Nee, es ist alles weg und diese Hilflosigkeit, finde ich, die ist omnipräsent gerade rund um diese Mannschaft. Also klar, die sind sauer, aber die wissen ja auch selber nicht, was sie dagegen machen sollen. Und es nimmt sie keiner an der Hand und sagt ihnen, wie sie da gerade rauskommen. Ja, das ist genau der Punkt und es kommt auch sehr, sehr viel zusammen. Man muss ja sagen, bei dem Gegentor, bei dem ersten, da habe ich mir auch gedacht, okay, es hätte eigentlich einen Foul geben müssen. Ne? Und dann ist es halt so, aber dann siehst du schon, dass der Ball weitergespielt wird und als die Person überhaupt schon anrennt, ne, dann wusste ich, sie bekommt den Ball, okay, das gibt ein Gegentor. Es war so klar, weil momentan auch nichts für die Eintracht spielt und sie selber auch nicht sich belohnt in dieser Situation, weil du auch merkst, dass der letzte Ball halt konsequent fehlt. Und da passt so vieles aktuell nicht zusammen und trotzdem muss man sagen, und jetzt ja, wir tun jetzt alle so, das ist jetzt alles so negativ, weil wir auch ein Stück weit wahren wollen. Das muss man auch mal ganz klar festhalten. Uns geht es nicht darum, irgendwie was totzureden, sondern es geht darum zu analysieren, was gerade nicht aber so wirklich gut läuft. Das haben wir gerade gesagt, du musst es sauber trennen. Ziel erreicht, total geil, du überwinterst in beiden Pokalwettbewerben, bist in der Bundesliga, gesichertes Mittelfeld noch. Genau. Stand jetzt alles gut, aber die Art und Weise, das ist das, was mir Sorgen macht, weil ich sehe eine negative Entwicklung.
Genau. Das ist auch genau das Ding. Also wir hätten ja vor der Saison gesagt, Mittelfeldplatz, Europa League überwintern, Pokal überwintern. Haben wir beide gesagt, ne? Aber die Art und Weise, wie du da hinkommst, ist halt wirklich erschreckend teilweise. Und in Saisons davor hast du gefühlt aus wenig viel gemacht. Und diese Saison hast du aus viel, also aus viel Geld, machst du halt nichts. Also gar nichts. Was ist denn passiert im Sommer? Ich meine, der Sturm ist weg, das ist irgendwie ein Faustpfand und der Umbruch war groß, aber die haben ja daraus nichts gemacht. Also die Offensive ist quasi nicht vorhanden. Und das ist dann schon, wie man denkt, Freunde, da ist nicht alles richtig gelaufen. Ja, es ist viel Bemühung dabei. Du siehst bei Silva positive Ansätze immer da, aber nicht konsequent durchgesetzt. Paciencia arbeitet viel, Rackert viel, ist aber auch sehr unglücklich in dem Abschluss. Es sind halt so viele Dinge, die halt nicht dazu führen. Und die Frage, die ich mir halt stelle, wie wird es besser? Also wenn nicht mal Adi Hütter das weiß, offenbar, weiß ich es erst recht nicht. Keine Ahnung, vielleicht gibt es aber trotzdem heute Abend, vielleicht gehen die mal einen saufen. Und sagen, boah geil, ey, wir überwintern wieder europäisch und die holen noch irgendwie 3-4 Punkte bis zur Winterpause und dann ist alles gut. Aber mir fehlt der Glaube daran und das Einzige, was mich gerade aufrichtet, ist, wenn du so ein bisschen guckst jetzt mal, welche potenziellen Gegner und du freust dich auf eine geile Aufnahme. Das wollte ich fragen. Wer sind denn die potenziellen Gegner? Weil wir müssen es festhalten, wir haben es geschafft. Es ist das wichtige Ziel, dass wir in 2 Pokalwettbewerben überwintern. Was geil ist, das hätte jeder von uns unterschrieben. Und jetzt geht es ja trotzdem immer noch mindestens eine Runde im Europacup für uns weiter. Was sind denn da die potenziellen Gegner? Also ich will auf keinen Fall Donetsk oder Inter. Geht mir voll auf den Tag. Ich habe zwei Präferenzen, das ist entweder Glasgow oder Amsterdam. Oh ja. Beides schön. Ja. Sevilla ist noch drin und ich hätte gerne den LASK nach Linz. Ja, da würde ich auch ganz gerne mitfahren, aber natürlich Traum von Amsterdam, da kann ich mir nicht gut vorstellen. Ja. Die Hoffnung nahm allein in einer fremden Stadt. Dann drehen wir unsere berühmte Schlagerfolge. Nein, wir gucken mal, was da einem passiert. Aber, so. Rosen soll vom Himmel. Du merkst zumindest. Das Schöne an Philipp Hofmeister ist ein einfaches Gemüt, den kann man noch leicht wieder aufmachen. Ja, das ist das Gute, dass wir zumindest bei Phil Hofmeister die Initialzündung hergestellt haben. Aber ich will auf jeden Fall noch wissen. Er ist gut gelaunt seit 8 Wochen. Das ist auch schön. Auf jeden Fall. Ich will. Okay. Okay, eskaliert ihr ein bisschen. Aber ich will noch wissen, wie geht's in der Liga weiter? Welche Möglichkeit gibt's, dass du gegen Schalke doch was Brauchbares holst? Weil wir haben gerade festgestellt, wir brauchen noch ein paar Punkte. Ich würde mal sagen, 3-4 Punkte. Ja. Jetzt bis zum Mittag noch, dann bist du cool dabei. Und dann reden wir aber nicht mehr negativ. Dann ist alles Boogie. Aber wie kriegen wir das noch hin? Boogie, Boogie. Ja. Ich habe eben mit dem schönsten Heimspielmoderator Deutschlands, nämlich mit Olli Meier, mal wieder gewettet. Und ich habe bis jetzt immer gegen ihn verloren. Ich habe gesagt, die Eintracht holt höchstens noch 3 Punkte. Er sagt mindestens 4. Okay, ja, aber das halt sagt nicht wie. Ich glaube, die holen 2 Punkte, nämlich ein Unentschieden gegen Köln, Unentschieden in Paderborn. Auf Schalke wird schwierig. Okay, das kann so sein. Das ist auf jeden Fall der nächste Gegner. Wir bleiben dran. Du bist am Sonntag dann wieder da und meldest dich wahrscheinlich mit einem kurzen Feedback nach Schalke. Und wir sind dann einen Tag später, und zwar am Montag, nochmal mit einer ausführlichen Reportage dann da, will ich meinen. Und ansonsten kann ich nur sagen, immerhin haben wir es geschafft. Und jetzt geht ein Saufen, denn die Eintracht ist weiter. Ganz weißen Kopf, wir müssen aufhören. Auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao, ciao. Gute.